Sulsul, willkommen zu einer neuen Folge Dschungelabenteuer, zwei Freunde, ein Abenteuer. Ja, sie sind mittlerweile beide ein bisschen mitgenommen, sowohl Laika als auch Lara. Ach ja, kurze Sache. Ich nehme jetzt gerade am Montag auf, wo die ersten beiden Folgen gekommen sind, und ich bin gefragt worden, warum ich das denn nicht Englisch ausspreche, weil sie ja eigentlich Britin ist, der Geschichte nach. Ich sage deswegen Lara und nicht Lara, weil ich irgendwie Lara, ich weiß es nicht, ich finde irgendwie Lara klingt melodischer. Ja, ich finde einfach irgendwie, dass es angenehmer klingt und oha, eins in 24 Stunden am Stück wach halten. Eine sehr fragwürdige Errungenschaft. Und ja, deswegen sage ich einfach sage ich Lara und nicht Lara. Das ist der Grund. Ich bin jetzt auch gefragt worden, ganz oft, wie das Intro-Lied heißt. Freut mich mega, dass das Intro so gut bei euch ankommt. Ich zeige euch das gleich mal. Einige hatten vermutet, dass das von Shakira ist. Ist es tatsächlich nicht. Es ist von Adexi Inau. So wird es, glaube ich, ausgesprochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, das sind Brüder. Ein jüngerer und ein älterer. Und es scheinen mir YouTuber zu sein, die irgendwie bei YouTube angefangen haben mit Musik. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Ich habe aber das Lied tatsächlich nicht auf Spanisch oder sowas gefunden. Ich glaube, Spanisch singen sie normalerweise, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Das scheint tatsächlich nur für Sims produziert worden zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe es zumindest so auf YouTube noch nicht gefunden. Und ich bin gefragt worden, wo ich es her habe. Ich habe es hier in Sims aufgenommen fürs Intro und ich bin gefragt worden, ob ich es komplett hochladen kann. Das darf ich nicht. Ich darf es hier natürlich nutzen, weil es Teil von Sims ist, deswegen darf ich es nutzen in meinem eigenen Projekt. Es ist mir aber copyright-technisch untersagt, das Werk von jemand anderem hochzuladen einfach so, ohne dass es jetzt irgendwie zu meinem Projekt gehört. Also das darf ich nicht. Ich kann euch das Lied nicht hochladen. Aber vielleicht kommt es ja mal noch irgendwie auf YouTube. Ich kann euch kurz zeigen, wie das heißt. So, Musik. Latin Pop. Genau, Adexi Inau. Yo quiero vivir. Ich habe keine Ahnung, was das genau heißt. Yo, denke ich mal, ist du. Vivir. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber das hier ist ja eigentlich Spanisch. Aber ich habe es halt nicht gefunden. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es wirklich rein für Sims ist. Oder ob es das auch noch irgendwie anders gibt. Wie gesagt, auf ihrem YouTube-Kanal habe ich es auf jeden Fall leider nicht finden können. Das war nämlich tatsächlich das Erste, was ich nach Folge 2 gemacht habe, wo ich das Lied gehört habe. Zu gucken, von wem ist das Lied? Zu gucken, wie heißt das Lied? Und direkt auf YouTube zu gehen und zu gucken, ob ich es finde, weil ich das auch mega cool finde für mein Training. Dazu könnte man sich tatsächlich sogar auch eine Zumba-Choreografie ausdenken. Ich mag ja Zumba sehr gerne. Hey, wir könnten sie hier mal... Ach nee, es ging ja nur am Fernseher. Wie hieß das nochmal, was die Sims tanzen konnten, wo ich gesagt habe, das ist sowas von Zumba. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kam ja mit dem Fitnesspack. Ja. Warum geht hier eigentlich die Zeit so langsam rum? Schlafen doch alle beide. So. Ach, und wo ich das Halsband hier habe, das müsste ich mal gucken von Laika. Das kann ich euch tatsächlich gerade nicht sagen. Das müsste in meinem letzten... Mods-Ordner drin sein. Ich bin mir mal gerade nicht sicher, ob das da drin ist oder nicht. So, Lara ist immer noch nicht ganz ausgeschlafen. Dann lassen wir sie mal noch ein bisschen weiter wach werden hier. Nu aber. Okay, dann geh erstmal aufs Klo. Mach dich frisch, auch wenn du jetzt gerade gar nicht duschen müsstest. Irgendwie finde ich, gehört das so ein bisschen zur Morgenroutine. Zur Markenroutine, ja. Gut. Und wir frühstücken, und zwar Rührei mit Speck. Wir brauchen eine gut gesättigte Lara. Und ich glaube, ein Obstsalat ist zwar auch erstmal sättigend, aber bringt einfach nicht so viel Energie wie so eine richtige... Also eigentlich wäre so ein Müsli oder ein Körnerbrötchen oder sowas wäre eigentlich gut. Der optimale Energielieferant für einen guten Start in den Tag. Selvadorada-Bacher. Und macht sie... Du wirst ja jetzt wohl nicht den Mülleimer um. Laika, wir sind im Urlaub. Ich glaub es nicht.
Ich glaube es nicht. Das sollst du auch zu Hause nicht machen. Aber im Urlaub geht das schon gleich dreimal nicht. Ich glaube das nicht. Leica, Leica, Leica. Wie siehst du überhaupt aus? Ah, guck mal. Lara hat sich in ein Outfit geschmissen, was ihr an ihr noch gar nicht kennt. Sie hat eine sehr nette Kehrseite, nur mal so nebenbei gesagt. Warum kann sie Leica nicht belehren darüber? Also Leica kann ja ruhig relativ viele Freiheiten haben. Sie muss ja nicht der perfekte Hund sein. Sie soll ruhig so ein bisschen ungestüm bleiben, aber das hier geht nun nicht. Das geht nur wirklich nicht, liebe Leica. Das läuft so nicht. Dann kriegen wir Ärger miteinander. So, dann kannst du dein Rührei fortsetzen. Mir wurde gesagt, man kann hier auch bei den Leuten durchaus Sachen für den Hund kaufen. Kann man hier auch Badewannen kaufen? Ich brauche irgendwas, um Leica zu baden. Und ja, da habe ich jetzt noch keine Möglichkeit für gefunden. No, wie bist denn du? Du siehst männlich aus. Nee, Gracie ist eine Streunerin. Oh, guck mal, da hockt ein Papagei in der Luft. Oh, das Geräusch. Mach's nochmal. Oh, jetzt ist er weg. Hat sich einfach so in Luft aufgelöst. Aha, tatsächlich, das stimmt sogar. Okay. Dann hau dir mal dein Frühstück rein. Möglichst ohne die Pfanne oder dich oder die Bude abzufackeln. So gut kochen kann sie ja noch nicht. Sie hat das ja noch nicht so wirklich geübt. Das hat aber gut funktioniert. Was haben wir hier? Tierängste. Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Leica nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Also beobachte deine Haustiere, um herauszufinden, was ihnen Angst macht. Hat jetzt der Herd ihr Angst gemacht? Also sie muss sich gleich mal erleichtern. Warum hast du da eigentlich die Erbsen noch stehen, Lara? I don't get it. Dann hätte sie ja auch die frühstücken können, ne? Erbsen zum Frühstück. Boah, auf Erbsen hätte ich auch noch mal Lust. Ich habe als Kind habe ich Erbsen immer gehasst, aber mittlerweile finde ich Erbsen richtig geil. Kommt immer drauf an, zu was. So bei mit, oh, so Hähnchengeschnetzeltes mit so einer Sahnesoße und dann Erbsen dazu und Reis und oh. Ich sollte nicht vom Essen reden, wenn ich noch nichts gegessen habe. Keine gute Idee. Was esse ich denn heute? Instant-Nudeln, Nudeln mit Tomatensauce und Zucchini, vielleicht nur einen Apfel und einen Joghurt, weil ich heute Nachmittag schon eine ganze Packung Brotchips gefressen habe. Da denkt man sich, hey, hast du schon lange nicht mehr gegessen, könntest du ja noch mehr essen. Aber teilt sie dir schön ein, ne, dass du morgen auch noch was davon hast. Mumpf, Mumpf, Tüte leer. Ja, toll. So, wo kriegen wir denn, wir kriegen bestimmt nirgendwo eine Badewanne her. Ei, wer bist denn du? Juan Manuel Molina, ein Erwachsener. Wir könnten uns auf salvadorianische Art vorstellen. Du hast eine pinke Brille. Dein Look ist irgendwie merkwürdig. Der hat von allem etwas und nichts passt zusammen. Die Klamotten hätte ich ja eventuell noch durchgehen lassen, wobei ich die Hochwasserhose nicht ganz so prickelnd finde zu den Schuhen. Aber der Ring passt nicht dazu, die Kette okay. Wobei ich die jetzt nicht eher, die finde ich eher für eine Frau passend. Und die Brille? Bitte was? Oh, er hat Piercings. Wir hören uns trotzdem hier mal ein bisschen bei ihm um. Vielleicht kann er uns auch noch ein paar Infos über den Dschungel geben, die interessant sind. Quink! Ach, sie verstehen sich aber schnell gut. Vor gar nicht allzu langer Zeit taumelte eine Pilotin aus dem Dschungel. Ja, okay. Wieder die Story. Was ist das? Schwarze Bohnen. Nehmen wir mit. Ah, guck mal, wir haben unser erstes. Sie sieht ja chillig aus. Wer bist denn du? Wie heißt du? Wer bist du? Briseda Via. Okay. Interessanter Name, ungewöhnlich. Begrüßen wir auch mal. Kann nicht schaden, wenn wir hier immer mehr Leute kennenlernen.
Sie sollte vielleicht mal noch ein bisschen Spaß haben. Kann sie hier irgendwo Spaß haben oder eher weniger? Oh, Leica hat sich hier auf dem Markt schon mal flüssig Putsch. Dieses Getränk liefert mehr Energie als jede andere Flüssigkeit und sollte daher auf keine langen Wanderung fehlen. 100 Simoleons dafür. Die kaufen wir direkt mal alle. Energy Drinks bis zum Umkippen. Oder eben gerade nicht umkippen. Ach stimmt, wir können ja jetzt auch das Essen von da essen, ne? Wir sind ja jetzt in der salvadorianischen Kultur so weit gefestigt, dass Lara jetzt auch kein Problem mehr mit dem Geschmack haben dürfte. Sind wir ja letzte Folge ein bisschen weitergekommen. Ich will mir übrigens Mühe geben, nicht mehr so oft die Sachen zu speeden, die ich mache, nur bei längeren Wegstrecken, die ich zurücklege, weil das ist dann ja eigentlich eher uninteressanter zuzugucken. Ja. Was will sie? Nach omiskanischen Ruinen fragen. Das setzen wir mal fest. Klicke auf einen salvadorianischen Sim und wähle die Sozialaktion nach omiskanischen Ruinenfragen aus der Kategorie freundlich. Facundo Cantu. Ein junger Erwachsener. Dem stellen wir uns direkt auch mal vor und dann gucken wir mal, dass wir diesen Wunsch vielleicht... Oha, Leica beobachtet den aber ganz genau. Wer geht da zu meinem Frauchen? Sul. Da. Dieser Blick, den können wir nach den Ruinen fragen. Vielleicht kann er uns irgendwas Interessantes mitteilen. Es heißt, dass die Einheimischen früher Bäume mit Früchten kultivierten, die die Laune verändern konnten. Wenn dieser Mythos tatsächlich wahr ist, wäre dies eine botanische Entdeckung von großer Bedeutung. Mein Lieber, das ist wahr. Wir haben tatsächlich schon einen solchen Baum entdeckt und die Früchte gesammelt. Wie sieht es mit unserer Fähigkeit aus in salvadorianischer Kultur? Gar nicht so schlecht. Oh, Leica möchte sich paaren. Der ist einfach abgedampft. Dann können wir mit ihm noch über das Erbe reden, das Kulturerbe. Ich würde ganz gerne hier noch die... Hä, warum geht es nicht? Da steht doch nichts im Weg. Du musst nicht noch weiter zurück. So, ich würde nämlich ganz gerne noch hier Level 4 erreichen. Jawohl! Lara hat neue Tanzschritte gelernt. Sie hat zudem genug Vertrauen verdient, um sich über lokale Mythen zu erkundigen. Interessant. Ich würde ganz gerne mal noch mit ihr reisen. Allerdings könnten wir ja Leica hier lassen. Die scheint sich ja hier recht wohl zu fühlen auf dem Markt bei den anderen Leuten. Mein Leica ist abenteuerlustig. Das passt dann schon. Ja, hier. Da oben waren wir schon. Das scheint mir dieses Bad zu sein. Keine Ahnung, wie wir zu diesem Dschungel kommen. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Deswegen würde ich dann ganz gerne mal den Weg nach rechts antreten. Ich reise jetzt erstmal dahin. Wie gesagt, Leica lassen wir mal auf dem Markt. Die kann sich da ein bisschen betüdeln lassen. Die freut sich, wenn sie auch mal wen anderes sieht, als nur immer Lara. Also so ist es zumindest, glaube ich, bei unseren Hundis. Wenn sie jemanden sehen, den sie mögen. Die meisten mögen sie ja nicht. Was heißt nicht mögen? Sie haben halt vor den meisten Leuten Angst. Sagen wir mal so. Wenn sie gemerkt haben, dass ihnen von den Leuten nichts Böses blüht, dann mögen sie die Leute auch immer. Hier, guck mal, da können wir nochmal was ausgraben. Da können wir was ausgraben und dann können wir da einfach hindurchreisen. So, das haben wir ja schon alles kennengelernt. Dann lassen wir sie das hier aber auf jeden Fall noch mitnehmen. Kann nicht schaden, wenn wir so viel wie möglich hier mitnehmen. Wir könnten ja auch hier schon den Archäologietisch nutzen. Aber die Zeit, die wir hier in Salvadorada verbringen, die wollte ich dann auch wirklich eigentlich dafür nutzen, um so viele Artefakte wie möglich auszubuddeln. Und freilegen können wir die dann ja auch noch zu Hause im heimischen Garten. Da habe ich ja auch schon einen Archäologietisch für Lara bereitgestellt. Von daher können wir ja hier die Zeit dann effektiver nutzen. Ich hoffe übrigens, dass der Ton jetzt so passt. Mir ist letztens gesagt worden,
dass mein Ton zu laut war im Verhältnis zum Spiel. Ist manchmal ein bisschen tricky, das abzustimmen, weil mir selber schon aufgefallen ist, dass es über den Lautsprecher anders sich anhört als über die Kopfhörer. Bei Kopfhörern habe ich den Ingame-Sound immer lauter und bei Lautsprechern habe ich den Ingame-Sound immer leiser im Verhältnis zu meiner Stimme. Ist ein bisschen doof. Ich hoffe, ich habe jetzt einen guten Mittelweg gefunden. Das ist ein bisschen problematisch. Ein artefaktförmiger Dreckklumpen, das ist sehr gut, weil ich glaube nämlich, dass sie daraus dann wieder, ja, dass sie den, wenn sie den Klumpen erstmal weggepinselt hat, dass da irgendwas Tolles drin ist. Was ist das hier? Ach, das ist auch ein Avocadobaum. Das können wir noch nicht. Okay. Dann können wir bis dahin auch noch hindurchreisen. Das hier sind jetzt eben so die Stellen, das biete ich dann halt, weil das ist ja, bis sie mal da oben ist, ne, da vergehen Tage und Stunden und Monate. Es ist auch ein geiler Aussichtspunkt, ne? Ah, da ist eine Szene aus dem Trailer gemacht worden an der Stelle. Jetzt blicke ich das. Hier waren wir noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Da waren wir. Nehmen wir jetzt die goldene Mitte, würde ich sagen. Komm mal her, Lara, und mach dich frei. Oder mach den Weg frei vielmehr. Dich nun nicht unbedingt. Ich meine, du kannst auch nackig hier mit der Machete zugange sein, aber das klingt so falsch. Ja, ist anstrengend. Aber ich bin mir sicher, deine Bemühungen werden entlohnt, hoffe ich zumindest. Ich freue mich schon drauf, diesen Tempel zu entdecken, da mit den Schaltern und den Skeletten und was wir alles schon in den Trailern gesehen haben. Da bin ich wirklich neugierig drauf, in welcher Richtung wir den entdecken können. Hat sie wieder was weggeschmissen oder warum kam die eher unangenehme Musik? Nee, sie hat die Machete noch. Ah, das verlassene Camp wieder. Lara bahnt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als sie plötzlich auf ein abgelegenes Camp stößt. Es scheint niemand in der Nähe zu sein, aber sie ist sich nicht sicher, ob es wirklich verlassen ist. Diesmal ist es aber eine etwas andere Aufgabe. Soll Lara sich umsehen? Camp meinen oder leise umsehen? Die Fitnessfähigkeit führt zu besseren und Dingsbums hier. Zu besseren Ergebnissen. Wir haben aber dieses Blitzisolierpulver. Machen wir mal. Eine wilde Jagd. Lara nähert sich vorsichtig und mit Isolierpulver bewaffnet dem Camp. Nichts scheint verdächtig, also geht sie auf ein scheinbar liegen gelassenes Artefakt zu. Plötzlich stürzt sich ein Sim mit wütendem Blick auf sie. Lara sprüht dem aufgebrachten Sim das Isolierpulver ins Gesicht und flieht mit ihrem Schatz. Na sowas. Da hat Lara den einfach beklaut. Aber was haben wir denn da? Entdeckt. Weil sie ein verstecktes Dschungelgebiet entdeckt hat. Gucken wir uns gleich mal noch an. Dieses versteckte Gebiet zu entdecken, verleiht einem das Gefühl, einfach alles erreichen zu können. Und sie hat einen Schatz gefunden. Ein fantastischer Fund im Dschungel zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Das glaube ich ihr aufs Wort. Oh, eine Schatztruhe. Wir haben einen Schatz gefunden und er ruft Laras Namen. Heißt eigentlich anders, aber egal. Lara hat einige wundersame Dinge in der Schatztruhe gefunden. Sie hat ein Artefakt, Abenteurerausrüstung und ein mystisches Relikt herausgenommen und in ihr Inventar gelegt. Eine Maske? Was ist das mystische Relikt? Ist das mystische Relikt, die Maske? Könnte schon sein, ne? Also damit können wir jetzt nichts mehr machen. Ist jetzt die Frage, ob wir die jedes Mal aufs Neue aufmachen können. Oh, guckt mal, Leute. Ein Krokodil. Das ist Schnappi. Facundo ruft an. Facundo Peña. Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Nein, wir wollen jetzt nicht nach Windenburg.
Hallo, das hier ist viel spannender. Wobei hier jetzt gar nicht mehr wirklich was ist und es hier auch nicht wirklich weitergeht. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber auch sagen, dass ich mich für heute von euch verabschiede. Lara hat noch ziemlich viel überschüssige Energie. Von daher können wir vielleicht morgen noch einen weiteren Teil des Tempels erkunden, vielleicht auch mal bei Nacht. Wäre ja noch ein Ticken mystischer. Bevor wir dann wieder nach Hause und zu Laika zurückkehren, gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.